Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch das Links-Rechts-Bundle von Rico. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Bundle und zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Links-Rechts von Rico, das Ganze am 14. August erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, auch wenn es nicht so aussieht, wir haben hier ein Bundle. Das Ganze kam hier in einer Box, in einem Karton. Und zwar gab es das Ganze nicht regulär über Amazon oder dergleichen, sondern wirklich nur über den Contra Car Shop. Über, in diesem Fall lesen wir es hier auf dem Karton, Loyal Athletics. Schlichter brauner Karton. Ich glaube, von allen Seiten hier in diesem Braun gehalten. Und auf der Oberseite eben der schwarze Aufdruck hier, Loyal Athletics. Ja, das Bundle ist somit hier sehr gut angekommen. Und hier drin befindet sich dann der Bundle-Inhalt. Also, wir haben hier zum einen mal eine Kappe in schwarz. Dann haben wir natürlich das Herzstück, das Album links, rechts. Eine Autogrammkarte. Und ein Poster. So, jetzt ist der Karton leer. So, von der Dimension her, ja, so ein etwas kleinerer Schuhkarton. Ich glaube, wenn man etwas zartere Füße hat, kann man da ohne Probleme auch Schuhe mit reinpacken. Oder natürlich auch was anderes. Also, der geht in der Größe auf jeden Fall gut einzusetzen. So, und dann schauen wir mal. Als erstes natürlich schauen wir uns das Album an. Das kommt hier in einer Folie. Bedeutet, wir werden als erstes mal die Folie abmachen. Wie ihr am Tisch und an den Lichtverhältnissen sehen könnt, befinde ich mich immer noch im Ausland. Somit, wie gesagt, bitte entschuldigen, sowohl die Lichtverhältnisse als auch eventuell den Ton. So, das ist das Album, links, rechts. Hier oben lesen wir einmal Tag 1 präsentiert. Das ist ja das Label, das von Contra K gegründet wurde und bei dem Rico unter Vertrag steht. Und links haben wir den Interpreten Rico und der ist hier dann natürlich auch abgebildet. Das Cover ist in so einer, ja, Gemäldeoptik würde ich schon fast sagen, also so ein gemaltes Cover. Und hier sehen wir auch schon den Konflikt zwischen links, rechts. Auf der linken Seite, die linke Abzweigung, die führt hier zu Eros, Casino und dunklen Häuserblocks, also so die Straße, die kriminelle Laufbahn, mehr oder weniger, und natürlich auch Glücksspiel und, ja, Prostitution in diesem Fall. Und auf der rechten Seite haben wir hier so Wohlstand, eine Villa mit Pool und Terrasse und natürlich auch stapelweise Bargeld. Ja, hier unten ist dann auch noch der Künstler verewigt. So sieht das aus. Auf der Seite Rico links rechts. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 15 Stück sind es geworden. Diverse Features, unter anderem 8.0, Skepsis, Yoshimitsu, Contra K. Also insgesamt haben wir hier 7 Features mit dabei. Barcode, Beteiligte, Label, Logos. Okay. Gut, das Ganze kommt in einem Digipack, recht schlicht gehalten. Also wir haben hier scheinbar, ich wollte gerade sagen, wir haben kein Booklet. Allerdings doch, es gibt hier so einen Einleger. So, schauen wir mal rein. Wunderbar, also was lesen wir hier? Wir haben hier so eine Widmung und eine Danksagung mehr oder weniger. Genau, hier geht's los mit Hallo ihr Geilen. Erstmal ein dickes Danke dafür, dass ihr euch dieses Bundle bestellt habt und jetzt diese CD in der Hand haltet. Ich will euch vorweg sagen, wie wichtig euer Support für mich ist, denn würdet ihr mich nicht unterstützen, könnte ich diese Musik nicht mehr machen. Zu links, rechts. Mir war es bei diesem Album sehr wichtig, den Sound genauso zu formen, wie ich ihn haben will. Frei von Ratschlägen oder Hitformeln, alle Songs wurden wie ein Baby von klein auf gefüttert und aufgezogen. Ich saß mit Thomas Porzig und Dollarfeel nächtelang im Studio, mal mit Begeisterung, mal mit weniger Erfolg. 7 Tracks sind im Müll gelandet und ich habe für euch nur die besten Erdbeeren rausgepickt. Auch die Features habe ich sorgfältig ausgewählt und nur Leute aus meinem engsten Kreis auf die Platte gepackt. Links, rechts ist bis dato mein aufwendigstes Projekt, musikalisch, zeitlich und auch finanziell. Mein Scheiß ist heiß und ich hoffe, er gefällt euch. Ich werde nicht aufhören und sitze schon an der nächsten Platte. Also nochmal Dankeschön von Herzen. In diesem Sinne, bleibt loyal, euer Rico. Ja, schöne Widmung, schöne Danksagung. Hier noch weitere Fotos der beteiligten Künstler. Also hier so die Feature-Gäste abgebildet in schwarz-weiß. Rico-Schriftzug zum Ende.
Was mir jetzt hier etwas abgeht, sind die Credits zum Album, dass die da nicht mit reingepackt wurden, aber ja. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Also so ein Digipack. Dann haben wir hier die CD. Links, rechts lesen wir hier. Also vom Artwork eher schlicht gehalten in schwarz-weiß. Und Rückseite wieder schwarz. Okay, so viel zum Album. Als nächstes haben wir mit dabei die Autogrammkarte im Hochformat. Hier natürlich der Interpret abgebildet, Rico. Dann auch hier die schwarze Unterschrift von ihm, also mit einem schwarzen Marker hier unterschrieben. Rückseite auch wieder Rico-Schriftzug. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Auf diesem Poster befindet sich das Albumcover im Querformat. Also hier nochmal das, was wir schon auf dem Albumcover hatten. In diesem Fall noch etwas größer hier, links, rechts. So sieht das aus. Kann man sich wunderbar aufhängen. Und die Rückseite ist blank weiß. Und das Poster, so ungefähr A2 dürfte das sein. Wie gesagt, einseitig bedruckt im Querformat. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann noch eine Kappe mit dabei. Die kommt hier in schwarz mit weißem aufgestickten Mittelfinger hier auf der Front. So sieht das aus. Also eine Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger. Ansonsten die Kappe wirklich rundum in schwarz gehalten. Rechts hinten gibt es dann noch einen aufgestickten Rico-Schriftzug. Hier dann noch dieses Metallteil, diese Metallschließe. Bedeutet, man kann hier entsprechend dann die Größe verstellen, um das individuell anzupassen. Der kann weg, der Karton. Und ansonsten schauen wir mal rein, ob wir hier noch irgendwas finden, ein Zettelchen oder irgendwas, aber ich glaube, nein, das ist der Schriftzug. Nein, haben wir nicht, das wurde scheinbar entfernt. Okay, ja, so sieht die Cap von innen aus, ganz klassisch hier in schwarz und weiß. Aber ich kann euch leider nicht verraten, aus was diese Kappe genau besteht, beziehungsweise wo sie hergestellt wurde. Egal. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigte Cap in schwarz und weiß. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Querformat, hier mit dem Cover drauf. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Und natürlich das Album an sich links, rechts im Digipack mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl! Das alles in diesem wunderbaren Bundle, beziehungsweise in dieser wunderbaren Box, links, rechts von Rico. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rico unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.